Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Wir spielen heute Überlebende und zwar mit Perk Builds aus unserem Steam Guide. Ich spiele als der gehängte Mann. Das heißt, ich nutze die Perks Zerlegen, Befreiung, Verwandt und Nachsorge. Darius spielt mit dem Perk Build das Auge. Das heißt, er nutzt die Perks Dunkle Wahrnehmung, Déjà-vu-Erlebnis, Verwandt und Objekt der Besessenheit. So, ab in die Runde. Ja, und da sind wir auch schon in der Runde, diesmal auf der Irrenanstalt, ich würde gerade sagen auf dem Krankenhaus, aber ist ja eigentlich auf keins. Dem gestörten Abteilung. Aber doch, ist ja auch irgendwo schon ein Krankenhaus, oder? Naja. Oh, Totem, direkt bei mir. Myers. Okay. Wo ist der? Draußen. Bei mir, bei seinem Totem. Okay, dann weiß ich, wo sein Totem ist. Nee, weißt du immer noch nicht. Ich bin... Wie soll ich denn das beschreiben? Wenn du ins Asylum gehst... Ich weiß, wo du bist. Ich habe zu Myers gesehen, wo er hingelaufen ist. Ah, okay. Da ist das Totem bei dieser Doppelmauer. Er hat sich gestalkt und geht zurück. Ach, scheiße, ich sehe ihn. Verdammt. Ich darf ihn ja nicht angucken. Bis jetzt ging es noch. Ja, jagt er dich oder nicht? Nee. Okay. So, ich bin oben im Asylum... Aber Michael anscheinend auch. Ja, er jagt mich. Am Anfang konnte ich ja noch angucken, aber auf Stufe 1, ne? Ja. Ist ja egal. Jetzt musst du halt vorsichtig sein, ne? Ja, ja. Schönes Ding. Scheiße, er kommt zurück. Er übt Drache, ne? Da wagst du nur mal einen kurzen Blick, ne? Mhm. Übrigens ist durch dieses Fenster gesprungen, das war unnötig. Ja, kritisch? Ja. Okay. Wir sind oben im Asylum. Okay. Das Ding ist, ich darf nicht zuerst klein gehen. Ja. Für Befreiung. Wir haben uns jetzt gegenseitig ausgespielt. Ja, vielleicht schaffst du es ja, dass ich zuerst klein gehe. Na, mal sehen. Hoffentlich nicht. Also ich meine, hoffentlich nicht ich, aber... Ja. Schon klar. Habe ich mich gerettet? Ja. Wo seid ihr? Hinten bei einem... In der Nähe von einem Tor. Bei der Schrottlaube? Da sind wir schon vorbei. Okay, dann... Ich bin mal der Schraublaube. Er jagt sich aber ganz schön lange, oder? Ja. Oh, das hab ich nicht mehr. Da kann ich wenigstens retten. Jo. Ich bin nicht deine Obsession. Ah, ja, stimmt. Du hast ja auch Verwandt. Ja. Das ist ziemlich nützlich. Myers. Er geht da hinten zu dem Generator, der am Generator in der Schrottlaube ist. Jo, ich hab's gesehen. Hat ihn? Soll ich dich auch gleich heilen, oder? Nein, er kommt direkt zurück. Shit. Lauf. Sehe ich dich auch noch. Auch ja, noch? Das ist 2 Kilo oder wie? Nein. Ich sehe Generatoren, ich sehe dich. Ich sehe den Killer. Oh ja, jagt dich ja. Ja. So, da hinten war noch eine Kiste irgendwo. War das hier? Weißt du? Am Ende. Ich weiß das nicht. Am Ende Mori, der mich jetzt aus dem Steg greift. Nee, das war ein dummer Sprung, aber ich dachte lieber im durchs Fenster springen getroffen werden, als dass er mich dann am Ende morien kann, dass er mit Grabstein spielt. Weil der war ja noch nicht in Phase 3 und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig bei Michael. Ernsthaft würde ich nicht heilen, ne? Ja, heil mich halt selbst. Ihr seht, wo der ist, ne? Ihr seht, wo er ist? Ja, und dann nicht mehr. Was? Okay, der Haken ist auch kaputt.
Wieso sehe ich, wo er ist? Ach so, weil ich vom Haken gesprungen, weil der Haken weg ist. Ah, verdammt. Ich war ja nicht mehr geschafft. Meinst du ja dauerhaft Phase 3? Weiß ich nicht. Nee, okay. Ja, mir war's egal, ich war eh verletzt. Jo. So, Befreiung konnte ich schön ausspielen. Ist echt cool. Wenn das mal klappt, ne? Ace war gerade noch hier und ist jetzt weggerannt. Ja, ich seh's. Ach ja. Das Ding ist, ich bin halt der einzige Verletzte. Entsprechend habe ich am wenigsten Lust irgendwie. Weißt du wie? Die Jane geht, okay. Er ist noch bei dir? Ja. Macht doch irgendwas kaputt? Ja, ein Generator. Da ist ein Tor und da. Jetzt geht er zum Tor. Falltür ist bei der hier. Sportlaube geht er. Hier ist die Falltür. Okay, da hinten, ja. Er geht zum anderen Tor. Ja? Ja. Oh je, Ace, mach hin, ne? Shit, er hat's nicht geschafft. Michael ist jetzt bei dem Tor gewesen. Das Ding ist, Michael könnte jetzt auch einfach das Tor selber öffnen, ne? Ja. Wo bist du? Heim mich gerade selbst. Wo? Irgendwo im Wäldchen. Kack. Ah, hier, Ace, komm. Verdammt, ich hab ihn wieder verpasst. Ich suche eigentlich den Ace, damit du mich... Okay, Michael ist bei der Schrottlaube am Tor. Okay. Oh, gleich in der Karte. Da kann ich ja nie mehr reingucken. Ich bin so weit weg. Oh je, Phase 3. Soll ich das Tor aufmachen? Mach auf. Naja, ich meine, ich leite damit Endgame ein. Oh, na und? Er geht zum Tor. Ist es braun. Weil sie liegt. Ja. Ja. Wo bist du? In meinem Tor. Okay, ich auch. Das ist Phase 3 und das dauert ein Weilchen, ne? Ja, Michael schleppt, er schleppt sie gerade, oder? Ja. Ich hätte vielleicht nicht das Tor aufmachen sollen. So? Ich will aber gerne. Kann noch scouten für dich. Hm. Also bist du noch verletzt? Ja, na, bist gut, du egal. Hier auch beim Tor? Beim ja. Tor? Okay. Dann heal me. Okay, er ist so weit weg, dass ich ihn nicht sehe. Okay. Da hinten, ja. Bin leider hier nicht mit dem Ace verbunden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das ist für ein Auge, ne? Dunkle Wahrnehmung. Ganz großes Kino. So, ja. Er läuft da hin und her. Ja. Vor ihr. Was hab halt auch nichts jetzt fürs Ende zum Retten, ne? Ja. Endgame rückt aber auch immer näher. Naja, wir haben gerade mal das erste Viertel. Ja, na klar, aber... Er läuft ja immer noch bei ihr hin und her. Ja, ja, der patrouilliert sie jetzt schön. Ja, er steht vor ihr. Ja, ich seh's. Ich geh nur weg. Der Ace wollte retten, wird aber jetzt gejagt. Nee. Nee, der geht auf uns zu, ne? Ja, naja, klar. Und der stalkt jetzt schön den Ace weg. Versucht nochmal in eine Phase 3 zu kommen. Lass dich nicht stalken. Renn raus. Ah, ich wusste es. Shit. Er war so gut wie so weit. Ja, ja. Ah, vielleicht hätten wir das Tor nicht aufmachen dürfen. Dann wäre Michael immer noch hin und her, weißt du? Dann hätte er vielleicht mehr Freiraum zu einer Rettung gelassen. Das Ding ist, wenn man danach ist halt, geht, kann man halt... Direkt am Tor. Ja, wenn man danach geht, kann man halt vielleicht nie gleichzeitig retten, ne? Der Ace hat es nochmal gewagt. So. Boah, ist der mutig, ja. Das Ding ist, Michael braucht... Ja, der hat sie gerettet. Michael braucht jetzt eigentlich nur noch hier zu halten. Ja. Der Lett ist auch schon weg. Was? Ah, shit. Hat die auch gerade zu kurz geruckt? Ja. Okay. Das Ding ist, die Jane will jetzt natürlich auch retten, aber... Ja, das Tor da halt. Die hängt halt genau am Tor. Weil selbst wenn du das andere Tor nicht aufgemacht hättest, dann hätte es Michael aufgemacht, weiß ich. Ja. So, sie rettet ihn jetzt nochmal. Ja. Oh shit, ne? Das wird nochmal richtig knapp für das die beiden. Das wird nochmal richtig, ja.
Sie hat aber noch Hard im Nehmen und den Strike. Er hat auch noch Hard im Nehmen. Den Strike hat sie noch nicht. Sie hat den Strike, die Jax. Ja, guck mal, wie ein Dach zu Ende. Ja, ja, aber den hätte sie hätte nicht Hard im Nehmen einsetzen dürfen, sondern nur den Strike. Ja, sie hätte einfach nur niederschlagen müssen. Ja. Der Ace geht jetzt zum Tor, der wird es dann geschafft. Ja. Hat er den nicht gesehen? Keine Ahnung. Ups. Boah. Was? Das ist nicht das Tor! Das ist eins weiter. Ich glaube, ja, der Ace hat's. Nein, der ist auf rechts von ihm. Oder? Links, links von ihm, da. Ach so, ja, da steht Michael. Boah, das ist hart. Und. Ach du Scheiße, ey. Alter. Oh, war das fies, ey. Oh, so, das ist so last minute. Ja, das war richtig übel. Das Dead hat gut genutzt, um durch ihn durchzukommen. Ja. Und dann einfach nicht mehr bis zum Ach, Ende. Ach du Hölle. Okay, naja, ah. Gut. Ja, die waren halt mutiger als wir, ne? Na gut, ihr könnt ja mal eure Kommentare dazu in den Kommentaren. Also, ja. Ihr könnt eure Kommentare in die Kommentare schreiben. Ja, los, macht das. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr noch am Ende gerettet hättet oder wie ihr das jetzt runtergespielt hättet. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn man halt immer danach geht, dass alle rauskommen, dann kommt man am Ende vielleicht gar nicht raus. Darum ist es halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Na gut, schreibt es in die Kommentare und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.